Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Eules Welt. Wir backen heute Blaubeer-Frischkäse-Muffins. Super Rezept für den Sommer. Und was ihr benötigt, seht ihr jetzt. Ihr benötigt Mehl, Backpulver, Natron, Eier, Zucker, Butter, Vanillearoma, Frischkäse und natürlich Blaubeeren. Was ich vergessen habe, die Prise Salz. Im ersten Schritt werden wir nun den Frischkäse mit dem Zucker schön cremig schlagen. Und anschließend unsere Butter, das Vanillearoma und die Prise Salz und nach die Eier schön unterheben. Aber erst einmal jetzt schön cremig verrühren. Jetzt kommen nach und nach die Eier, die während des Rührens untergehoben werden. Und ihr rührt, rührt, rührt. Was ich vergessen habe zu sagen, ihr müsst die Butter schmelzen, circa eine Minute in der Mikrowelle, dass ihr sie dann im flüssigen Zustand unterrühren könnt. Hier habe ich jetzt circa einen Teelöffel Vanillearoma hinzugegeben und anschließend die Prise Salz. Während die flüssigen Zutaten gut miteinander vermischt werden, könnt ihr das Natron und das Backpulver zusammen mit dem Mehl gut mischen. Und anschließend wird es in die Rührschüssel gegeben und nur ganz kurz untergerührt, weil bei zu langem Rühren werden die Muffins beim Backen hart. Und das wollen wir natürlich nicht. Jetzt können wir noch die Blaubeeren unterheben. Ihr könnt natürlich jede Art von Beeren und Früchten nehmen, worauf ihr Lust habt. Ich wollte jetzt einfach mal Blaubeeren nehmen. Die rühre ich jetzt mit einer Gummilippe unter und anschließend habe ich mit einem Eisportionierer meine Förmchen befüllt und zwar schön voll, dass sie nachher auch beim Backen schön hoch werden. Beim Backen gibt es den Trick, um die Muffins schön hoch zu backen. Sie werden 8 Minuten bei sehr hoher Temperatur gebacken und zwar habe ich das bei 220 Grad gemacht. Nach 8 Minuten habe ich runtergedreht auf 180 Grad. Weitere 15 bis 17 Minuten gebacken und meine Muffins sind schön hoch geworden, weil sie durch diese hohe Temperatur nicht verlaufen. Ja, und anschließend könnt ihr sie gerne zu Kaffee und Kuchen euren Freunden, eurer Familie servieren. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Es war ein sehr kurzes Video. Es ist wirklich super einfach. Die Muffins schmecken super lecker. Schaut euch meine anderen Videos an, werdet Abonnent von meinem Kanal und für Fragen nutzt ihr die Kommentarbox unten und ich freue mich auf euch. Bis dann, ciao!